Samstagmorgen in Penzberg. Die Kinder und Jugendlichen der Schwimmgemeinschaft Oberland treffen sich zum Schwimmtraining. Im November hat die Stadt ihr Schmuckstück eröffnet, das niegelnagelneue Piorama-Bad für 33 Millionen Euro. Ich finde das Bad schon toll, vor allem die Rutsche, die ist sehr toll. Ich finde es sehr gut im Schwimmbad. Es ist sehr gut, dass es jetzt so abgetrennt ist zwischen Sportbecken und normalem Becken. Das ist eigentlich ideal, nicht? Also 25 Meter Becken, 5 Bahnen, Wellenbrecherleinen, es sind 2 Trainingsuhren drin und vernünftige Startblöcke. Also man kann gut darin trainieren. Na, dann mal los, rein ins prima, perfekt passende Piorama. Machen wir leider nicht, weil wir uns das finanziell nicht leisten können. Weil die Stadt sehr viel Geld verlangt dafür, dass der Verein die Bahn bekommt. Weil die 100 Euro pro Bahn pro Stunde haben wollen. Für 30 bis 35 Nachwuchsschwimmer braucht man 5 Bahnen. A 100 Euro macht 500 Euro pro Stunde. Das Training geht 1,5 Stunden, macht 750 Euro. Und das zweimal die Woche 1.500 Euro. Im Jahr sind das 80.000 Euro. Das kann sich unser Verein einfach nicht leisten bei einem Etat von ungefähr 15.000 Euro im Jahr. Bei der Eröffnung des Bades hatte der Stadtwerkechef klargestellt, dass Qualität nun mal ihren Preis hat, auch fürs Jugendschwimmen. Badepublikum, Vereine und Schulen müssen einen kleinen Beitrag dazu leisten. Einen kleinen Beitrag. Dass das Bad auch dauerhaft zum Erfolg wird. Tja, und wem das zu viel ist, der muss sich nach Alternativen umgucken. Wofür gibt's denn Busse? Stattdessen fahren wir jetzt nach Weilheim, 2-mal die Woche mit dem Bus. Von Penzberg geht es durch schönste bayerische Landschaft, rund 30 Kilometer bis nach Weilheim. Unterwegs bieten sich herrliche Ausblicke. Und wenn die Schwimmer nach nur 40 Minuten in Weilheim ankommen, kann es auch schon losgehen mit dem Training. Hier in Weilheim bezahlen wir rund 7.000 Euro im Jahr. Das heißt also pro Bahnstunde wären das 12 Euro. 12 Euro in Weilheim statt 100 Euro in Penzberg, ein kleiner Unterschied. Oder gelebte Solidarität, wie man in Penzberg sagt. Vereine und Schulen müssen einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das Bad auch dauerhaft zum Erfolg wird. Apropos kleiner Beitrag. Der Verein könnte doch einfach seine Mitgliedsbeiträge erhöhen, dann könnte die SGO Penzberg auch wieder in Penzberg trainieren. Dann müsste man die Beiträge ungefähr verfünffachen oder versechsfachen. Also jetzt bezahlt ein Mitglied 110 Euro. Das heißt also ungefähr 500 oder 600 Euro. 110 Euro ist schon viel. Die Mitgliedsbeiträge dürfen natürlich nicht so hoch sein. Es sollen ja alle, möglichst alle auch schwimmen können. Und momentan können alle auch Bus fahren. Nach dem Training geht es wieder 40 Minuten zurück durch schönste bayerische Landschaft. Der Bus kostet auch was. Und zwar auch pro Fahrt 200 Euro. Ist billiger, aber trotzdem als. Ist immer noch billiger, als hier zu schwimmen. Der Penzberger Schwimmverein, der nicht in Penzberg trainieren kann. So geht Schwimmförderung in Penzberg. Hallo, ich würde. Super. Ja, das